2017. Freut euch auf das Sonnenjahr. Und damit grüße ich euch herzlichst. Atme die Sonnenenergie mit Erzengel Garzadil. Die Sonne schickt uns das Licht und die Wärme. Du kannst es sehen. Du kannst es spüren. Der Engel der Sonne ist Garzadil. Er schenkt dir heute eine Schale voller Sonnenlicht, um deinen Optimismus zu stärken. Gerade in dieser Winterzeit, wenn deine Energie durch Mangel an Sonnenlicht erschöpft ist. Heute sagt dir Engel Garzadil, was du tun kannst. Dazu bitte ich euch, ein wenig den Anweisungen zu folgen. Stelle dir eine unsichtbare Schale vor, mit gelbem, leuchtendem Feuer. Diese Schale hältst du sinnbildlich in der Hand. Atme tief dreimal ein und aus. Konzentriere dich auf das goldene Licht und atme es tief in deinen Körper ein und spüre, wie es sich in deinem Körper ausbreitet. Spüre die Wärme. Konzentriere dich besonders auf deinen Solarplexus, den Sitz der Sonne in dir. Dort, wo deine Gefühle beherbergt sind. Bitte jetzt den Sonnenengel Garzadil, dass er dich mit der Sonnenenergie auffüllt und deine Energie wieder voll vorhanden ist. Richte deinen festen Willen dorthin und stelle dir vor, wie sich deine innere Sonne entzündet. An dieser Stelle deines Körpers wirst du die goldene Sonne spüren. Nun werden all deine negativen Gedanken verbrannt. Während du dich mit der Kraft des Sonnenlichts mit neuem Optimismus füllen lässt. Der Sonnenengel spricht zu dir. Ich, Engel Garzadil, helfe dir, dass du dich mit dieser wohltuenden Kraft verankerst, mit meiner Kraft, der Liebe und des Lichts. Engel Garzadil gibt dir folgende Botschaft. Es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Sonne ihren täglichen Weg zurücklegt, sonst gibt es auf Erden kein Leben mehr. Die Kraft der Sonne stellt jeden Tag diese Wunder her. Du kannst es spüren, jeden Tag, zu jeder Zeit, zu jeder Stunde. Wenn du mit dieser Übung fertig bist, bedanke dich bei dem Engel Garzadil. Vergiss es bitte nicht. Du darfst diese Übung so oft machen, wie du sie brauchst, vor allem im Winter, wenn du spürst, dass deine Energie nachlässt und dein Optimismus immer weniger wird. Spürst du, dass du mit Energie vollgefüllt bist, willst du mit Sicherheit wissen, was das neue Jahr, das Sonnenjahr, dir bringen wird. Dann solltest du dir ein persönliches Horoskop von unserem Top-Astrologen anfordern. Oder rufe mich an. Die Telefonnummer, die siehst du hier unten. Herzlichst, eure Deria.